Bro, der hat uns nicht gehen lassen. Der kam einfach durch meinen Garten quasi in meine Wohnung rein. Dann fragen wir so, ist alles okay, sollen wir krank machen? Nein, ich wurde gestern angeschossen. Was? Freunde. Oh, wir sind jetzt echt mit mehr Frauen. Checkt ihr, wie krank das ist? Wir stehen vor meiner Wohnung damals, Digga. Hier wurden sich immer Bierchen weggezogen, noch mit Marcel nach dem Stream manchmal. Da bin ich reingegangen. Krank. Krank. Alter, ist das krass hier zu sein, what the fuck. Was ist, wenn jetzt Leute das hier so angreifen? Alter, Bro, wir können in meine Wohnung reingucken, what the fuck. Ja, da rein, film was nicht. Nein, nein, film nicht rein, film nicht rein. Hey, ist das die? Doch, das ist meine Wohnung, Bro. Ist das deine? Das ist meine Wohnung. Nein. Oder eine weiter, eine weiter, eine weiter, eine weiter, eine weiter. Die ist dunkel, die ist dunkel. Bro, das sind die Chinesen, die immer so gut gekocht hatten, mit Tür offen. Oh mein Gott, ja, die haben immer Schuhe in die Tür gestellt. Die haben immer Polizei gerufen, wenn ich zu laut war. Guck mal, die stinken das ganze Treppenhaus voll und rufen Polizei, wenn er mal zu laut ist. Bisschen Wasser graben. Da, wo es dunkel ist, da. Ich dachte, du warst früher. Direkt über dem Blauen habe ich gewohnt. Oh, krank. Da wohnt jetzt keiner. Oh mein Gott, da hat jemand Gardinen jetzt reingemacht. Ich habe es in 2 Jahren nicht geschafft, Gardinen reinzumachen. Bro, ich hatte da einen Nachbarn. Das war so ein Gay-Pärchen. Die waren so 50. Oh, ja. Und der Typ hat so oft auf mich gehittet. Bro, der meinte so, ob ich nicht noch rumkommen möchte in Whirlpool, ein bisschen Sex und dann schlafen gehen. Dann ist man entspannter. Bro, so oft, so oft. Hast du gemacht? Habe ich gemacht, mehrmals, ja. Bro, das habe ich nie erzählt, als ich danach gewohnt habe, aber wild. Ja, da gibt es doch ein paar Storys mit dem. Ich weiß nicht, was man da erzählen kann. Bro, da gibt's richtig. Der kam doch einmal so rüber und. Der kam einmal in Dreieckschlipper auf richtig viel Schlafmittel in meine Wohnung rein. Über die Terrasse, so konnte man sagen. Und hat uns mäßig gezwungen, dass wir noch mit dem einen Shot trinken. Habt ihr das? Der war. Ja. Bro, der hat uns nicht gehen lassen. Was war so, zum Glück war ich an dem Tag nicht alleine, das war so gruselig, Bro. Und weil das Ding ist halt, also ihr müsst euch vorstellen, der Typ kam halt auf so, er meinte, er hat 10 Schlaftabletten genommen und kann nicht schlafen. Und er meinte, wir trinken jetzt noch ein. Er kam in so einer Decke eingemantelt mit Dreiecksschlipper rum. Okay, in meine Wohnung, also wir haben uns einen Garten geteilt, er kam einfach durch meinen Garten quasi in meine Wohnung rein. Meinte, dann wollte er dann einfach eine Roomtour haben von meiner Wohnung. Und dann saßen wir halt irgendwann draußen. Also das mit dem Schlafmittel hat er uns später erst erzählt, deswegen, sonst hätten wir ihm keinen Alkohol gegeben, ob wir es, ne? Das hat er uns halt wir haben einen Shot getrunken, dann hat er die Story erzählt mit den 10 Schlafmitteln und dann kam das Wildeste, dann auf einmal, er schreit so überkrass laut los, ne, so, ah, ah. Dann fragen wir so, ist alles okay, sollen wir krank machen? Nein, ich wurde gestern angeschossen. Was? What the fuck? Aber hast du auch das gesehen, wo er angeschossen wurde? Nein, hat er nicht gezeigt. Ich glaube, die Story war fake, aber das hat er gesagt. Der hat einfach Bock zu schreien. Digga, das war so strange, Bro. Also war zum Glück kurz vor Auszug. Geil, Bruder. Ja, Mann, das ist passiert, Alter, what the fuck? Ja, crazy. Boah, ich würde trotzdem gerne wieder hier erziehen. Das sind so Flashbacks, wie ich immer nach da vorne im Uber bin, hier reingelaufen bin und so. Steht ganz oben. Kann er nicht. Ganz oben. Ja, scheiß auf. Ganz oben ist eine Wohnung. Die oberste, was ist das? Der 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stock. Digga, da ist eine Wohnung, 400 Quadratmeter, 12.000 Euro Miete oder so. Oder 16.000 oder sowas. Das mietet jemand? Das mietet jemand, ja. Das ist alles ausverkauft. Bro, da denke ich mir bis heute, wer zum Fick mietet das? Aber du meinst doch so, das sind so Botschafter und so eine Scheiße, ja. Oder? Ja, ja, der Vermieter meinte zu mir damals, dass da die meisten Leute, die da wohnen, das ist deren Viertwohnung. Bro. Das ist so ein Mega-Flex. Die haben so in jedem Land dann eine Wohnung mäßig. So. Ja, 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 Bro. Das ist ja krank. Das ist ja krank. Okay, also die Jungs sind in 40 Minuten hier. Hier? Hier, ja. Okay. Wir können ihnen aber auch sagen, dass die zum Hotel kommen können. Ja, aber ich muss halt jetzt wirklich jemanden totscheißen. Und im besten Fall mein Klo. Ja, okay. Also ich halte es auch noch aus, aber... Oder sonst können wir doch irgendwo hingehen noch vielleicht. Ein anderes Hotel und dann gehst du da oder gerade eine auf Bar, wo man ein Bier trinken kann und wo die ein Klo haben. Ja, ja, können wir machen. Ja. Können wir auch machen. Okay. Ey, mir ist egal. Ja, ich überlege gerade. Das ist das Geilste, wenn man so Haare hat, so frisch vom Friseur, dann hinten hier so, nice, so kurzes. Ne? Ja, boah, ja, das ist das Beste. Ja, Chad, ich würde so gerne wieder herziehen, ne? What the fuck? Kevin kommt morgen so nicht mit nach Leipzig, der krallt sich fest. Ich guck kurz ImmoScout, ob hier eine Wohnung frei ist. Er guckt wirklich ImmoScout. Ja, du kannst es hier nie wieder hinziehen, Bro. Ja. Du hast dir so viel gezeigt hier schon. Stimmt. Wieso willst du wieder in den Süden? Keine Ahnung, man, so wie Kevin halt wieder nach Berlin will oder so, zieht's für mich halt wieder in den Süden zurück. Da ist die Heimat. Digga, wir müssen jetzt kurz rausfinden, ob hier eine Wohnung frei ist. Ja, irgendwann, Leute. Keine Ahnung, in so 10 Jahren oder so. Nicht jetzt direkt. Aber man weiß eh nie, wie das Leben kommt. Boah, schön gesagt. Gänsehaut bisschen. Ich habe jetzt auch nie gedacht, dass ich so in Köln versack. Ja, und jetzt guck dich an, Bruder. Okay, hier ist eine Wohnung für 6.000 frei. Ist sie in dem... In der Nähe. Krass aus. Mit chilligen 233 Quadratmeter und der Fahrstuhl geht in die Wohnung. Bro. Was kostet die? 6.500 warm. Krass. Digga, what the fuck. Es gibt nur 2 Wohnungen und beide kosten 6.000. In der ganzen Area hier? Ja, ja. What? Kranke Scheiße, Digga. Holy shit.
Crazy. Was hat Edi dann für 8K, Bro? I don't know. Ja, das ist wirklich krass, ne? Er wird ja auch nicht so außerhalb sein. Er würde ja jetzt nicht so am Arsch der Welt sein, oder? Er wird irgendwas Krasses haben, Mann. Ja. Ey, lass ein bisschen rumlaufen, oder? Dann finden wir eine Scheißerei für Dominik und holen uns noch irgendwie ein Späti-Bierchen oder so. Oder einen Durstlöscher, wäre ich auch sehr down für. Wie er so tut, als wäre das nicht ein Schnapper für ihn. Aber keine Ahnung, ich finde trotzdem... Schnapper, Bro. Ich finde trotzdem, sich zu committen auf 6K Miete, ist egal, wie viel du machst, turbo-crazy. Das ist geisteskrank. Also ich finde, das ist krass. Also das ist... Das gut, wenn du eine 500.000 machst im Monat. Ja, natürlich geht das. Naja, ja, I guess, aber so. Aber das machst du ja auch natürlich. Ich finde das trotzdem krass. Oder machst du das? Was denn? 500.000 im Monat. Mann, das ist ja voll cringe, das jetzt zu sagen. Oh nein, sag nicht. Ich hab noch nie. Das ist einfach noch so ein Moment. Ich habe noch nie eine 500.000 verdient im Monat. Peinlich. Nur 490.000, muss man sagen. Ich versuche seit 10 Jahren, mein Dad zu überreden, dass ich nicht nochmal studieren gehe. Und jetzt sitze ich auf dem Kopf und hab eine Bühne und zeig meine Füße, Alter. Zieh sie